Hallo zusammen und willkommen zurück zu They Are Billions. Erstmal großen Dank an euren Support für die ganzen Kommentare und die Likes, die auf dem letzten Part waren. Ebenfalls hier wieder, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst eine Bewertung da hoch oder runter und am besten noch mit einer Kritik oder einem Kommentar dazu. Wir sind jetzt bei Tag 15 und wir gucken mal, wie weit wir überleben. Schwierigkeit ist gerade leicht. 150 Tage müssen wir eigentlich schaffen. Und was auch noch ein geiler Tipp ist, ist quasi, wenn man baut, Pause zu machen, weil einmal hat man dann mehr Ruhe und wenn man dann sich fair baut, kann man quasi alles komplett zurückbekommen, indem man das Ganze so macht. Und ich sehe gerade, wir sind relativ klein noch aufgestellt. Und ich habe das Ganze auch noch oder schon mal versucht. Auch mit dem Schwierigkeitsgrad. Und bin da maßlos dran gescheitert. Also irgendwann sind die Zombies dann irgendwo durchgekommen, wo ich gedacht habe, ah, das reicht auf jeden Fall. Und war leider nicht so. Okay, wir machen jetzt erstmal den Stone Workshop und gucken mal, wo wir uns jetzt hier oder wie wir weitermachen. Weil an sich brauchen wir da neue Arbeiter. Arbeiter bekommen wir, indem wir die Hütten hier upgraden. Und dafür brauchen wir auch ein bisschen Futter am Start. Und natürlich macht es auch mehr Sinn, die Türme hinter die Mauer zu setzen. Weil so greifen die Zombies erstmal die Mauer an und dann den Turm. Wird, glaube ich, eh noch interessant, wenn es hier mal abgeht. Oh. Warum drücke ich eigentlich immer Escape, um da rauszukommen? Ich bin total dumm. Ah, genau, hier haben wir es. Okay, wir können Sniper bauen. Wir können normale Soldier bauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Sniper. Mehr Iron haben wir auch nicht, top. Okay, das ist unsere einzige Eisenmine. Eigentlich müssen wir hier auch mal dran. Und dazu müssten wir wohl ein bisschen expandieren. Oder kommen wir da so dran? Ne, Workers und Energy brauchen wir dafür. Okay, machen wir erstmal ein Energy. Dafür brauchen wir Workers. Workers läuft gerade und für Workers brauchen wir Food. Ne, brauchen wir auch Energy. Oh Mann, ein Teufelskreis. Hä? Hä? Ah, okay, warte, ich weiß. Ich brauche erstmal normale Hütten und dann brauchen wir auch Energy. Ah, da ist mein... Wo ist er? Wo ist er hin? Warte mal, aber eigentlich brauchen wir nur einen Arbeiter, oder? Nur einen Arbeiter, damit wir endlich ein neues Stromding bauen können. Warum ist das denn gerade so? Warte. Ich überlege gerade, was kann ich runter... Ich mach mal ganz kurz Wood aus. Pause. Jetzt haben wir 7 Arbeiter. Das ist gut. Jetzt baue ich Energie und kann dann eine Hütte upgraden. Das ist schön, oder? So machen wir das. Das ist mein Deal. Ich muss nur mal gucken, wo hier Platz ist. Vielleicht da. Und keine Sorge, City Skylines kommt natürlich weiterhin alle 2 Tage. Also das wechselt sich, sofern das hier mir Spaß macht und euch immer ab. Zum Thema Bauen im Pausemodus hat gerade super geklappt. So, warte mal, den Sniper packen wir mal da oben rein. Ich bin mal gespannt, wann die erste Welle kommt. Weil dürfte, glaube ich, gar nicht mehr so lange dauern. Die Wand ist mir ein bisschen zu lang, wenn ich ehrlich bin. Aber gucken wir mal. Wenn das durch ist, können wir das upgraden. Und dann können wir die Sawmill wieder anschmeißen. Ah, guck mal. Okay, 2 sind durch. Ne, 2 kann ich bauen. Warum kann ich denn 2 bauen auf einmal? Ach, ich habe weniger Stromverbrauch, weil ich die aus habe. Verstehe. Alles klar. Muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Wo haben wir denn jetzt unseren Sniper noch? Ah, der ist hier oben drin, alles klar. Oh, der lohnt sich aber, der schießt schön ab. Gut, machen wir mal weiter. Strom haben wir jetzt fertig, das heißt, wir können die Sawmill wieder anmachen. Play. Und wir haben noch 3 Arbeiter. Wir brauchen ein paar mehr Arbeiter. Und, ey, das ist immer Sonnen hin und her, ne? Wir brauchen Food, wir brauchen das. Die sind nur am Meckern, die Leute, die hier wohnen. Da kommen Zombies. Wir sind gleich tot. Boah, da kriegt man 38. Oh. Oh. Also ich will es ja ungern dahin bauen, weil ich nicht sehe, was da oben ist. Aber ich mache es trotzdem mal. Oh, oh, warte. Und dann lasse ich die Dame mal ganz kurz da oben hingehen. So hat es bei mir auch letztes Mal angefangen. Hab irgendwo weit entfernt eine Hütte gebaut, komm wieder rein, kaputt. Oh mein Gott. Das meine ich. Warte. Pause. Okay, wir brauchen mal ganz kurz ein paar neue Leute da oben. Nämlich die. Soldier geht rüber. Nein, was ist das denn für einer? Der steigt vorne ein, steigt hinten aus und kommt nicht mehr weg? Nein. Es ist für immer auf diesen Turm gebunden. Oh oh. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Oh nein! Ach Mann, warum denn schon? Ah, okay. Also,
gerade so ein bisschen ungeil. Ich meine, gut, ich stehe jetzt hier gerade ein bisschen dumm vor. Ja, das passiert halt, wenn man quasi dann doch nicht so viele Leute in seiner Verteidigung hat. Ich dachte jetzt, ich meine, ich hätte es, glaube ich, nicht mehr abwenden können. Selbst wenn ich die Arbeiter oder wenn ich die Soldaten jetzt irgendwo anders hingepackt hätte, die wären trotzdem alle rausgerannt. Achte mal, die klopfen da drauf alle zusammen. Und dann explodiert und dann geht's weiter. Das ist natürlich super geil. Und sobald das Gebäude weg ist, ist vorbei. Also die rennen jetzt hier gerade durch. Der Wahnsinn. Und geil, da kommt noch von Süden eine richtig fette Invasion. Der Sniper schießt auf... Schießt ganz nah, No-Scope, top. Okay, ich glaube, jetzt ist vorbei. Wir fangen nochmal neu an, würde ich sagen. Wir haben 19 Tage überlebt, bei einem Score-Faktor von 30%. Ihr seht, ich bin noch mega Anfänger. Aber egal, wir probieren es trotzdem weiter. Spielerling, ich werde mal versuchen, den eventuell in eine Videobeschreibung zu packen. Okay, New Survival Game. Nennen wir es Let's Play. Das ist gerade leider ein bisschen schief gegangen. 30%? Ja, machen wir. Alles gut. Das ist ja unser also wir wollen erstmal die 20% schaffen, damit wir die neue Karte bekommen. Dann wollen wir 60 schaffen und dann 100. So sieht's aus. Und willkommen zu They Are Billions. Ich fange jetzt immer neu an zu erklären. Also ich denke mal, dass ich zwischendurch wahrscheinlich auch mal einen Schnitt mache. Also jetzt nicht jetzt direkt, aber generell, dass man quasi, keine Ahnung, tot ist und dann wieder an derselben Stelle. Muss ich allerdings mal gucken, wie es funktioniert. Jetzt machen wir erstmal Folgendes hier. Wir gucken mal uns die Gegend an. Das ist ja top. Eisen und so ist da. Also das ist erstmal das Wichtigste, sich erstmal die Gegend anzugucken. Und zu gucken, ob ihr da gut verteidigen könnt oder nicht. Weil ich muss sagen, ganz ehrlich, das ist mir gerade hier ein bisschen zu offen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, neue Map, neues Glück. Ich nehme einfach mal die hier. Die ist nicht so offen wie die andere. Allerdings hat die auch so ein paar Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, das sind alle Maps. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal hier mit einem Fischermeer. Kann ich nicht bauen. Mit einer Hütte, die ein bisschen Futter sammelt. So, auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich öfter passieren, je nachdem, wie oft wir kaputt gehen werden. Und eventuell werde ich dann einfach immer zu dem jeweiligen Tag springen, den wir gerade hatten, um dann wieder weiterzumachen. Also muss ich mal gucken, wie ich das Ganze aufbaue, weil immer dasselbe zeigen ist natürlich auch irgendwo doof. Obwohl, jetzt kann man es eigentlich noch machen, so ein bisschen den Anfang, weil so viel habe ich bisher auch noch nicht geschafft und ich denke mal, das ist eigentlich ganz gut. Das hier würde ich ganz gerne freilassen für Felder, weil Felder gibt Essen und man sollte auch vorausplanen, habe ich gelesen, weil es gibt nachher auch noch einen Markt und eine Bank, glaube ich, wo man mehr Kohle kriegt. Und da sollte man auf jeden Fall dann die Hütten im Inner Range haben. Und wo wir gerade bei Hütten waren, bauen wir jetzt erstmal hier welche hin. Und ihr habt auch gerade gesehen, ich habe quasi die Mauer gesetzt. Davor direkt Hütten und nachher waren so ein paar Soldaten gefangen. Das soll natürlich nicht wieder passieren, deswegen werden wir versuchen, hier ein bisschen geiler alles zu bauen. Ob es dann letztendlich klappt, müssen wir mal gucken. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal die Tesla Tower verteilen. Und gleichzeitig kann man hier mal ein bisschen erforschen. Und gerade habe ich eine Map geladen, da war direkt neben mir so eine Stadt der Toten. Also die ist echt krass. Wenn man da einmal drauf schießt, da kommen da 1 Million Tote raus, die einen sofort überrennen. Und dann dachte ich so, oh nö, okay. Alles gut. Ich meine, hier ist ganz gut. Hier könnte man hier eine kleine Barrikade bauen und hier oben. Besser, als wenn man jetzt hier eine fette hat. Man kann gleichzeitig da noch ein bisschen Eisen abernten. Das hat man gerade auf der Map auch nicht so schön. Und wir müssen noch ein bisschen rumgucken, was es hier generell noch zu holen gibt. Kann ich jetzt hier eine Quarry hinbauen? Ja, Stone 2 ist gar nicht so schlecht. Da hinten gibt es nur Stone 3. Ja, ich denke mal, hier ist eigentlich ganz gut. Ich meine, Stone 2 ist mickrig, aber ich meine, ein bisschen ist besser als nix. So, ein bisschen Strom. Tesla Tower haben wir jetzt gerade nicht. Wir brauchen noch Holz. Holz bringt der hier zu 14. Also 14 Holz bringt der. Eventuell können wir dahinter noch ein Holzding bauen. Ah, geht sogar. 8. Nur weiter weg kommen wir da leider nicht. Eventuell mache ich jetzt hier erstmal den Tesla Tower hin. Damit wir dann ein bisschen weiter um den Wald kommen. Und vorne an das Eisen. Also ist auch sehr, sehr offen hier zum Teil. Aber die können eigentlich relativ viel viel sehen. Also hier oben vorne sind weitere Gegner auf jeden Fall. Sogar gar nicht mal so wenig. Ich meine, das haben wir auch eingestellt. Das war das, was quasi nochmal 8% gebracht hat in der Score. Und Ziel des Spiels ist es, 150 Tage diese Kolonie am Leben zu erhalten.
Und das kann auch echt frustrierend sein. Ihr habt ja gerade gesehen, man baut so eine Kolonie auf die ganze Zeit. Denkt sich so, wow, ich bin voll gut. Und dann kommt irgendwie eine Welle und alles ist kaputt. Kann passieren. Ich hoffe nicht so oft mehr. Warte, hier vorne kann eh kein Feld hin. Ich glaube, da baue ich hier die ganzen anderen Sachen mal hier vorne hin. Ein bisschen Strom, ein bisschen Wald noch. Workers 4 braucht man noch, also noch ein paar Hütchen bauen. Also Hütten braucht man echt viele. Und vor allen Dingen auch Tesla-Schwulen, damit man die Hütten weiterbauen kann. Da brauchen wir jetzt einen Arbeiter, der wird hier drin generiert. Great idea, sir. Kann die Leute auch automatisiert rumlaufen lassen, dass sie quasi Gegner suchen? Das habe ich ja bisher noch nicht gemacht. Weil einzelne Leute sind da ein bisschen schwach, sag ich mal, auf der Brust. Ich meine, klar, hier geht's gerade, aber trotzdem generell sollte man sich nicht mit so vielen Leuten anlegen. Gerade auch, wenn die so eine Stadt finden, da kommen, wie gesagt, so viele Leute gleichzeitig raus. Da kann man dann direkt sagen, so, ja, ich lade schon mal eine neue Map. Also meistens schon. So, warte mal, wo baue ich den denn hin? Eigentlich fast hier. Ja, kann er den mal angreifen, bitte? Nur so ein Tipp oder so? Ja, okay, macht er. So, sehr gut. Drei Schüsse an der Zahl. Die Figuren leveln noch auf, wenn man mal ganz kurz guckt. Er hat jetzt 8% Experience. Sie hat 13 und ich glaube, die sind noch komplett los. Okay, 2, 0 und 0. Ich meine, klar, hier kam auch keiner hin. Hier kann man Eisen abbauen. Dann gucken wir mal, dass wir da relativ schnell hinkommen. Dann kommen wir ins Eisenzeitalter. Da war ich noch nie. Und wir brauchen Workers. Work, work. Oh. Ich höre die ganze Zeit Tote. Ich höre tote Menschen. Ah ja, genau, hier unten wollen wir noch so ein geiles Ding hier. So ein, ja, jetzt brauchen wir wieder vier Arbeiter. Ich glaube, die wollen mich echt verarschen. Obwohl, Holz haben wir gerade genug. Das heißt, wir können vielleicht mal Zwischenmauern bauen. Obwohl, ich habe immer das Gefühl, sobald die einmal durchkommen irgendwo, ist eh Ende. Dann kann ich sofort einpacken. Oh. Wow! Command Center, Energy Transfer Radius plus 4. Macht das Sinn? View Range plus 4. Also ich könnte dann ein bisschen weiter bauen. Oder ich kann direkt die Ballista als Tech haben. Von Laura Pettigrew. Ich glaube, ich nehme das, weil das kriege ich sowieso. Ja! Das heißt, ich kann den wieder wegbauen. Warte. Puff. Glaube ich jedenfalls. War das schlau? Glaube ja. Ja, und wie schlau? Okay, plus 4 lohnt sich echt. Ich dachte, das ist echt wenig, aber das ist echt viel. So. Ich höre die ganze Zeit Monster hier. Also Zombies. Monster sind das ja nicht. Und man bekommt immer die Hälfte wieder, wenn man den Tesla Tower abbaut. Und das macht auf jeden Fall Sinn, jetzt den anders zu setzen, weil man hat ja so eine große Reichweite jetzt bekommen dadurch. Warte, keine... Hä? Alter, warum habe ich das gemacht? Oh Mann. Ich glaube, ich habe so einen Tasten... Ich glaube, ich habe so einen Tastenkürzel gesetzt. Jetzt ist es verbuggt. Jetzt ist es einfach verbuggt. Ah, guck mal, wenn man Alt drückt, passiert was. Wenn man Shift drückt, nice. Da seht ihr, ich sehe jetzt nicht mehr, was das einzelne hier oben schon. Wut, 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 wut. Hä, hey, jetzt... Ach so, da ist einfach zu weit weg. Okay, dann mache ich das hier hin. 12 Wut ist gut. Jetzt haben wir insgesamt, wenn das fertig ist, 26 Wut pro Tick. Pro Abernterei, das ist gut. Pro Tick, weißt du? Der Minecraft-Zocker wieder hier am Start. Food fehlt wahrscheinlich, ne? Food haben wir 3, alles klar. Dann machen wir ein bisschen mehr Food. Denn wir können die Hunters... Ah, ne, Hunter ist da schon an der Stelle. Ich glaube, wir können hier mal so ein... Seemann machen und hier oben auch. Hut 10. Na komm, machen wir den mal dahin. So ist gut. Und direkt das Holz verwenden. Ach genau, warte mal. Ich wollte ja... Also ich wollte jetzt... Türme hinter der Mauer bauen. Richtig? Glaube ja. Dann können wir hier einen Tesla-Turm hinmachen. Das wird nicht echt so am äußersten Rand. Oh, es leuchtet voll geil. Der Tesla-Turm steht. Also wir sind noch sehr, sehr offen und wir sollten auf jeden Fall
Vielleicht auch mal eine Kaserne bauen. Hatten wir letzte Mal, glaube ich. Doch, hatten wir wohl. Und wir hatten aber einfach viel zu wenig Leute. Da sollte man mehr auf Verteidigung gehen, anstatt auf irgendwas anderes. Ein Zelt! Und wo wir schon mal dabei sind? Nein. Ich hätte hier einen höher setzen können. Egal, passt. Building completed. So. Tesla Tower am Start. Das heißt, ich kann jetzt diesen Turm dahinter setzen. Ja. Eigentlich voll die gute Idee. Ich weiß gar nicht, warum ich da drauf vorher nicht gekommen bin. Dann können wir das so machen. Okay, wir machen Pause beim Bauen, damit wir die komplette Rückerstattung kriegen. Ich glaube, wir bekommen die nicht mehr. Doch, obwohl, wir haben jetzt wieder 50. Nice. Können wir das so schräg rüber... Obwohl, der Weg hier ist eigentlich ganz geil, ne? Ich hätte... Also, ich mache das jetzt, damit das Eisen komplett in der Basis ist. So, Woodwall, das wird sich gleich auch verbinden. Dann kann man das hier einfach durchziehen. Und kann einmal hier hinter einen Turm machen und dahinter einen Turm. Eigentlich eine super Idee. Dankeschön nochmal. Kann der Peter auch theoretisch alleine drauf kommen? Ist er aber nicht. So. Da haben wir das schon mal geklärt. Und hier unten kann jetzt eine Eisenmine hin. Bitte, bitte. Wood 30. Muss ich einen Tick abwarten. Und sobald das ganze Ding steht, geht die Dame erstmal hier rein. Der Hunter. Der Ranger. Ist ja ein Ranger, kein Hunter. Genau, das bleibt frei für Felder. Wood und Stone. Ach, Stone war das. Stone war der Flaschenhals. Lol, ich kann Wood Workshop bauen? Das wäre der Wahnsinn. Ah, ne, Military war hier. Wir bauen aber erstmal das, glaube ich. Wood Workshop, schön und gut. Und dann können wir auch Felder und so bauen. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger, damit wir halt Soldaten und sowas bekommen. Wo baue ich das denn hin? Oh. Ich glaube, das kommt einfach hier hin, weil hier einfach nichts ist. Hier ist so gut. Zack. Am Start. Einheiten können wir ausbilden. Und jetzt hätte ich ganz gerne noch eine Quarry. Da brauchen wir wieder 4 Arbeiter am Start. Also wieder ein paar Hütchen. Was bringt das denn? Workers plus 2. Muss ich mir auch mal irgendwie merken. Ich baue immer so und denke mir so, ha, was bringt das denn? Und dann weiß ich es im Endeffekt gar nicht. So. Neues Tor, neues Glück. Ah, da kann ich nicht hinbauen. Ein bisschen mehr Energie an der Stelle. Boah, das Ding aber das hat, war echt gut. Diese Ausweitung der Reichweite war echt toll. Toll. Building completed. So, damit können wir quasi die komplette Verteidigung vorne setzen. Jetzt müssten wir eigentlich die Quarry bauen können mit Eisen. Iron 5, das ist ausgezeichnet, wenn ich ehrlich bin. Und du gehst mal da rein. Ach, so sind die Türme echt geil. Muss ich ja mal sagen. Danke nochmal, wie gesagt. An dieser Stelle auch für den Tipp. Ich habe auch schon überlegt, ob ich... Manchmal ist hier auch Leerlauf drin. Manchmal weiß man nicht, was man so sagen soll. Bestes Indiz für so einen Let's Player. Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen soll. Nein, Quatsch. Und da könnte man theoretisch auch einfach mal die Kommentare durchgehen, auf etwaige Fragen eingehen und vielleicht das eine oder andere nochmal benennen. Könnte man eventuell machen. Schreibt es ganz gerne mal rein. Beziehungsweise schreibt mal eure Fragen in die Kommentare. Und Peter braucht weiter Workers. Und da Peter braucht Food. Also hier sind gleich so krasse Felder am Start. Das wird so geil. Und warte mal, wo wir gerade da sind. Ach genau, warte mal. Langsam, Peter, langsam. Futter. We need Futter. Können wir da nicht hinbauen? Können wir hier nicht hinbauen? Können wir da einen Hunter reinsetzen? Da wird's gehen. 14. Ah. Oh, warte mal, hier geht sogar auch einer hin. 15, perfekt. Da haben wir einmal einen Hunter. Da gibt's Food 12. Hier gibt's, glaube ich, nix. Hier wird es wieder Food 11 geben, Food 6. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Wir machen jetzt so weit, dass wir die Farmen machen können und dann knallen wir richtig Futter raus, machen die Workers hoch und ziehen uns ganz viele Soldaten ran. Ich glaube, das ist unser Plan. Warte, einen Worker haben wir, 3 Futter.
Viel Futter braucht man. Wo? Oh, lol! Wie ist der denn da durchgekommen? Krass. Jetzt mal ganz im Ernst, wo ist der denn hergekommen? Der hat sich bestimmt hier so angeschlichen. Und so war es ohne Scheiß, das ist mir am Anfang ganz oft passiert. Plötzlich waren irgendwo Leute und ich wusste gar nicht woher. Und wo wir gerade, ich weiß nicht woher sind. Ich könnte jetzt mal anfangen, hier ein paar Gebäude hinzubauen. Weil wir haben ja Holz. Nein, 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 oh. Ah, jetzt hat man Undo-Building. Das war vorher nicht in der Geschwindigkeit. Top. Freue ich mich. Machen wir den Turm mal hier hin. Und dahin. Das ist geil. Andere Seite könnte man das direkt auch machen. Okay, da haben wir jetzt nicht so viel Platz. Allein auch wegen dem... Ja, müssen wir mal gucken, ob das lohnt. Und ein Turm dann hier hin. Top! Weil hier oben kann man leider keinen machen. Wenn man es... Also wenn man es ausweitet, kann man natürlich dann noch irgendwo einen Turm hinmachen. Und die kommt dann da rein, dann hat die es ungefähr so alles im Blick. Außer der läuft hier ganz nah am Rand entlang, dann natürlich nicht. Ja! So, Pause. Was brauchen wir? Wir haben 15 Eisen. Super geil. So, und ich würde ganz gerne jetzt mal langsam den Wood Workshop machen. 10 Arbeiter. Dafür brauchen wir ja Futter. Futter haben wir. Jetzt brauchen wir 10 Arbeiter. Das heißt, 5 Häuser. 2. Eine Bank kann zum Beispiel hier hin. Dann machen wir 3, 4 und... Keine Rohstoffe mehr. Was fehlt denn jetzt wieder? Fehlt jetzt wieder Futter? Ey? Jetzt fehlt wieder Futter. Ah, guck mal. Perfekt. So. Ah ja, genau. Das kann ich auch reparieren. Ich voll Idiot. Futter ist gut. Wir brauchen allerdings noch mehr Futter. Mann, ich häng schon wieder in der Luft. Gleich kommen alle. Wir sind schon bei Tag 8. Obwohl, jetzt sind denn das gekommen, als ich gerade gestorben bin. Hier, so mittendrin. Alter, Food 20. Ich hoffe, da stört das keinen. Ich glaube aber schon. Oh! Da kommen wir einfach so 3 ran. Okay, ich glaube, ich sollte vielleicht mal einen bauen. Jetzt weiß ich auch, wo die gerade hergekommen sind. Top. So, dann noch eine Hütte. Bitte, bitte bau schnell. Und dann kann ich diesen Workshop bauen. Ah, warte mal, kann ich direkt da dran setzen. Sehr gut. Kann hier die Bank hin, hoffentlich. Oder da. Boah, ich denke mal, hier greift einer an, aber das ist einer von mir. Komm, kipp bitte um. Ja, dankeschön. Mach das mal so. Ne, dahin. Ich will die nicht rotaten, die Mauer. Kann zwar nicht komplett bis zum Rand bauen, aber immerhin ein Stückchen. Können zwar hier drum laufen, aber bis die da sind, müssen die eigentlich platt sein. So, komm mit, Soldat. So, kann ich jetzt den Workshop bauen? Normalerweise ja. Wir haben ganz viele Steine. Wir brauchen 40 Holz. Ah, fast fertig. Geil, dann können wir überall Felder machen. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Und da machen wir ganz viele Einheiten, bevor die alle kommen. Oh, da kommen welche. Ich finde es aber geil, dass die einfach durch die Mauern schießen können. Any orders? Yeah, geh mal in den Turm da rein. 48 Holz, Wood Workshop, ich komme. Ja, warte mal, da sollen die Felder hin. Hier oben könnte man den noch hinsetzen. Wo man da theoretisch auch noch ein fettes Feld hinbauen könnte. Aber da oben soll die Bank hin. Ich mach das jetzt hier hin. Boah, ich hoffe, da kann man durchlaufen.
Bitte, bitte, ja, geht. Kleiner Durchlauftest. Er läuft durch, sauber. So, hier machen wir jetzt einfach zu, da will keiner raus. Och nein, dein Ernst? Er läuft jetzt einmal rum. Ah, na gut. Na gut, er läuft da rum. Oh, warte, was? Irgendwo haut er einer, wo, aber von wo? Zumindest wackelt das Tor. They are trying to break through. Ach, den hat man nicht gesehen, weil der da... Ah, lol. Weil der dahinter war, okay. Okay, warte, wir haben zwei Arbeiter. Dann lasse ich einen mal ganz kurz hier hinlaufen. Also wir machen jetzt nach und nach Soldaten. Jetzt machen wir erstmal Felder und wir gehen jetzt primär erstmal auf Leute. Wenn das Ding mal fertig ist, können wir die Farm erforschen und dann geht's rund, hoffentlich. Tag 11. Ich würde ganz gerne so weit kommen wie beim letzten Mal. Auch wenn der Part ein bisschen länger ist, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt oder gefallen hat. Würde mich freuen. Ah lol, ich kann sogar bis dahin bauen. Ah, jetzt ist er da oben. Nice. Also hier braucht man auf jeden Fall einen. Die wechseln sich gerade ab. Ah, warte mal, da kommt ein Soldat hin. Da kommt hier ein Soldat hin. So, wird repariert. Einzige Öffnung ist noch hier. Da würde ich sagen, machen wir auf ein Tor rein. Sofern wir da mal ganz kurz hier so eine Lampe rein, so ein Turm reinballern. Das ist fertig. Jetzt können wir hier die Farmen erforschen. Dann haben wir gleich auf jeden Fall genug Nahrung. Und dann können wir die Hütten upgraden. Müssen wir auch noch erforschen. Vielleicht die Bank noch. Oder ich glaube, das ist erst nächste Stufe. Aber zumindest passiert jetzt hier mal was. Zack. So. Bitte. Ein bisschen beeilen, aber geht. Da noch ein Turm hin. Mauer ziehen wir mal durch. Dann wollen wir hier hinten eigentlich auch noch eine Mauer haben. Da kommen wir allerdings gerade nicht hin. Eventuell mit einem neuen Turm. Das können wir nicht machen. Da brauchen wir einen Arbeiter. Und bevor wir Arbeiter haben, brauchen wir Futter. Und Futter kriegen... Ah, für Futter brauchen wir jetzt auch Arbeiter. Oder ich pausiere gleich mal eben ganz kurz ein paar Sachen. Da kommen sie schon wieder. Dupp. Soll ich doch, die brechen hier durch. Aber so momentan unsere einzige Schwachstelle. Oh. Da stehen dann voll viele. Hallo. New Building Farm. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Farm. Was brauchen wir für eine Farm? Energy 4, Ma, ey, so eine Scheiße. Und dafür brauchen wir 4 Arbeiter. Top. Sawmill, wo ist sie? Da haben wir eine Sawmill. Pause. Jetzt haben wir 4 Arbeiter am Start. Jetzt gehen wir her und bauen das Ding. Zwar da oben hin. Dann können wir eine Farm bauen. Dann haben wir genug Nahrung. Und dann können wir die Wohnungen upgraden. Warte, können wir direkt mal kaufen. Cottage. Commander. Oh. Ich glaube, der schafft das aber. Da kommen jetzt zwar immer welche raus. Ich kann ja zum Level benutzen. Muss ja nur 100 Zombies platt machen, wie es aussieht. Genau, noch 79. 3 Schüsse pro Ding. Und ich weiß gar nicht, wie viel das dann bringt. Sollte man da mal vergleichen, auf jeden Fall. Je nachdem, was für ein Level das ist. Und das Spiel wird auch noch hart geupdatet zwischendurch. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Da ist die Farm. Boah, die können wir jetzt so hart benutzen. 64. Glaube ich, Maximum an der Stelle. Zack.
hier kann man eins hinmachen. Okay, machen wir ein Haus dahin. Is everything okay? Everything okay? Wie viel hat er getötet bis jetzt? 27, nice. So, da gibt's jetzt Futter. Ach, guck mal, Eisen hätte ich auch pausieren können. Eisen bin ich auch auf Maximum. Und dann können wir jetzt die Dinge upgraden. Ja. Food 4. Okay, Farm ist gleich fertig. Und dann gibt's hoffentlich ein paar Leute. Warte, ich mach schon mal ein paar Leute. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich wieder alle kommen. So. Voll, voll toll. Und Jäger sind, glaube ich, nicht stufenlos, sondern leise. Jäger sind stufenlos. Wisst ihr Bescheid? Na, schade. Unten, also hier steht, was immer das Problem ist. Da steht jetzt, Enemies sind zu nah dran, jetzt nicht mehr. Da schon. Ey, wo ist denn hier was los? Ich höre die ganze Zeit schießen und sowas. Da oben, okay. Oh Mann. Okay, warte mal. Pause mal ganz kurz. Farm ist fertig. Wir haben 64 Essen. Wir haben 3 Holz. 3 Worker. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen mehr. Wir sollten vielleicht das hier pausieren. Und die Sawmill anmachen. Dann können wir uns nach und nach neue Leute besorgen. Warte mal, ach genau, Iron 2 an der Stelle. Food und Workers 1 und kostet ein bisschen mehr. Und erforschen wir auch noch was, und zwar... Ah ne, doch, die Great Ballista wäre eigentlich mal ganz geil. Kostet 700. Und hier machen wir nochmal ganz kurz das Ding da dran. Oh, warte mal, hier kann ich auch noch Holz hacken. Die Unit ist getrained. Ey, wir haben so viele Fronten hier, ne? Das ist echt ätzend. Wir müssen echt gucken, wo wir nachher die Leute hinbringen. Komm, die Frau kommt auch da rein. Dann können wir mal ganz kurz die Mauer hier holen. Wahrscheinlich schon. Ne, genau, passt. Wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich schon zu spät, aber ging noch. So, 2 Soldaten an der Stelle, das ist gut. Einer steht wieder hier, den können wir mal ganz kurz hier reinsetzen. Futter haben wir genug, Arbeit haben wir gerade genug. Wood geht auch hoch. Und normalerweise wird hier auch so ein Warenhaus sich lohnen. 8 Arbeiter und 40 Wood. Das heißt, wir können mehr speichern. Ist vielleicht gar nicht so schlecht manchmal. Soldier trained. Aber gut, ich würde mal sagen, wir sind wieder bei Tag 15 angelangt. Ich mache jetzt hier mal eine Pause. Part ist echt lang geworden. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und wir gucken einfach mal, wie weit wir dann kommen. Letztes Mal sind wir bei Tag 16 oder 17 einfach überrannt worden. Vielleicht schaffen wir jetzt mehr. Ich hoffe doch. Also haut rein. Bis zum nächsten Part. Tschüss.